Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Aufgabe von der Senlius. Wir haben es heute Montag, den 25.07. und wir starten mit dieser wunderbaren Stacke rein in die heute sehr kurze Ausgabe von der Senlius. Naja, es gibt nicht viel zu sagen. Erstmal, ihr habt es gesehen, ich bin wieder back to the Let's Play, back to the structure. Alles Base vor Aufnehmen und so weiter ist einfach immer Content zu liefern. Und ja, ich bin back im Business und zwar mit richtig wilden Stuff. Einmal Zelda Tears of the Kingdom wird natürlich jetzt so richtig krass gesorgt. Ich freue mich so hart auf dieses Game, nachdem ich es im Mai vor meiner Abschlussprüfung ein bisschen angespielt habe. Habe es danach leider Gottes gefühlt gar nicht mehr angefasst. Werde es jetzt mal weiter zocken. Macht richtig viel Bock. Die ersten paar Parten werden vom alten Channel hochgeladen und die neuen kommen dann einfach halt, wenn sie kommen. Ich plane jeden Tag ein Part Zelda zu bringen und ein Part von einem anderen Spiel, was mir ebenfalls sehr viel taugt und das heißt Pikmin 4. Und ja, Pikmin 4 ist ein Game, was ebenfalls sehr, sehr gut auf meinem Kanal läuft und mir einfach Bock macht, ein aktuelles Game, das rausgekommen ist, sage ich dementsprechend, der Fall ist ja ganz klar. Genau, damit ist eigentlich auch ein, ja, so genaueren Sachen, von Upload-Plan, sage ich dann, im nächsten Rund was. Aber das sind so hauptsächlich erstmal die zwei Games, die ich halt einfach jetzt zocke. So in extra Zeit. Einmal eben Pikmin 4 und einmal Zelda. Und Pikmin, ich weiß, es ist wirklich ein wildes Spiel, das hat mich überrascht. Ich war richtig spontan, dass ich mir das dann noch so geholt habe. Deswegen kam es auch erst einen Tag nach Release von mir. Aber ich finde es wahnsinnig toll, das Game. Macht mir richtig viel Spaß. Und ich freue mich, dass es zocken. Und irgendwie habe ich auch richtig Bock jetzt bekommen, die alten Pikmin-Teile zu zocken. Könnte es mal so sagen, das wird bestimmt passieren. Und wie gesagt, Sommerferien habe ich auch gut Zeit, da auch mal ein paar Sachen einfach vor aufzunehmen. Dann habe ich auch mal ein paar fertige Let's Play-Projekte, ist mein Plan. Bevor dann richtig die Kacke wieder am Dampfen ist. Wenn dann das neue Zuder wieder losgeht. Mit meiner Abschlussklasse, wo es gut sein will. Aber jedenfalls mal ein paar Projekte vor aufgenommen. Pikmin, andere Teile werden dazu zählen. Ja, also ich habe vieles, vieles geplant, was dann irgendwann was halt mal online kommt, sagen wir so. Genau, muss man einfach sauen, ne? Jetzt muss man dann einfach mal sauen. Ja. Bin da aber ganz gut an Dinger durchs aus. So. Genau. Kommen nur noch zum zweiten Teil, nämlich wie es generell ist hier mit dem Channel nächstes Jahr weitergeht, was ich mir gedacht habe, etc. Also. Ist, Master Dash halt so, dass es eben ein Pikmin und ein Zelda-Part pro Tag hochladen. Das wird auch fest zu bleiben. Und dann immer mal wieder Livestream, das ist zumindest mein Plan. Master variiert, dass es nur Zelda, nur Pikmin macht, aber ungefähr. Das ist halt mein Plan, das erste. Ich will auch noch Livestreamen, aber das wird nächstes Jahr leider wieder doch ein bisschen weniger werden, weil einfach Zeit, ich bin ehrlich. Ich werde es packen, jeden Abend live zu sein. Vor allem nicht in der Suicide. Ich probiere es mindestens zweimal in der Woche. Ich will auf jeden Fall Mittwoch so einen festen Tag haben, muss das sehen, die in der Fall live bin, egal was ist. Das ist nicht mal Plan. Und dann muss man einfach schauen, wie gut das Ganze klappt. Aber ich probiere wirklich das immer als Events anzukündigen auf Discord. Und eine Möglichkeit auch einen Upload-Plan reinziehen, das ist in der Videodescription auf YouTube findet, ganz oldschool. Da wird es dann auch drin stehen, wann ich wie wo mit was live bin. Aber wie gesagt, mein Hauptaugenmerk werde ich wieder auf die Videos legen. Das läuft auch mehr, die werden gesaut, die werden wirklich gesaut. Der Zelda-Part hat 180 Aufrufe, das ist geisteskrank. Meine Verhältnisse, danke schön aber dafür. Und auch sonst. Wisst ihr, auch wenn nur 30 Leute, auch nur 10 Leute die Videos schauen, ich bin damit happy, weil ich damit 10 potenzielle Leute erreiche. Und meine Videos werden, wenn sie angeklickt werden, auch tatsächlich gesaut. Das sah allerdings aus, also wird nicht nach kurz draufgeklickt, das Simon-Tunnel weggeklickt. Also das, der große Teil saut immer bloß. Dafür bin ich dankbar, bin einfach mal Danke sagen an dieser Stelle. Auch wenn die Nummer nicht groß ist an Leuten, die Nummer ist da, das ist die Hauptsache. Und ich habe schon mal gesagt, ich produziere das zum Spaß. Sobald es ein Zuschauer habt, der es damit glücklich ist und das euch gerne schaut, würde ich es immer wieder machen. So, kurze Rede, gar keinen Sinn. Es bleibt jetzt bei dem, es ist. Ich tue es zweimal in der Woche uploaden, nämlich Pikmin und Zelda derzeit und Livestream, wie es das darf. Genau. Und das ist eigentlich auch alles, was für diese Channel News wichtig war. Nächste Woche kommt die neue Channel News. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!